Λέγε. Βούλομαι. Ορθώς. 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 Was gibt's hier oben? Fanny. Λέγε. Βούλομαι. Oder ich stelle einfach meine Truppen mal hier auf. Prostagma. Hier gibt's nur ein paar. Wir könnten versuchen, Ställe direkt hinter der Front zu bauen. Fanny. Ορθώς. Ορθώς. Βούλομαι. Ορθώς. Βούλομαι. Gut, da ist. Übrigens gibt es, soweit ich mich noch erinnern kann, einfach eine Riesenarmee. Riesenarmee, Rückzug, nicht gut. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es nämlich einen ziemlich einfachen Weg in die Festung. Machen wir mal einen Pegasus, der beim Aufklären hilft. So, wie weit sind meine... Eine Spitzhacke könnte ich mal gebrauchen. Ihr sollt Holz fällen, bitte. Habe ich meinen Pegasus, ja. Jetzt sind hier Felsen im Weg. Sogar mit... Also unzerstörbare Felsen, wie man sieht. Dies ist keine kein natürlicher Felshaufen. Ja. Um den Weg für Eindringlinge zu versperren. Genau. Mal die Sichtweite meiner Gebäude erhöhen. Das wäre auch keine schlechte Idee. Und eigentlich sollte ich jemanden bei Agamemnon mal ein bisschen rumspickeln gehen sehen. Ob da noch eine Reliquie rumliegt, die wir gebrauchen können. Ja, da war ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Also hier Troja ist friedlich, aber die Trojaner wiederum sind es nicht. Autsch. Neuer Pegasus. Mindestens noch 5 Dorfbewohner oder so. Genau, danke. Ein Hippikon. Und vielleicht mal meine Türme verbessern. Und was gibt's hinter... Auf jeden Fall führt da ein Weg entlang. Und ja, da ist eine Reliquie. Bewegungsgeschwindigkeit von Dorfbewohnern erhöhen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Also gut. Jetzt können meine Gebäude wenigstens mal etwas weiter schauen. Im Augenblick habe ich 4, die Nahrung sammeln. Ich werde mal auf 6 erhöhen. Und jetzt brauche ich Holzfäller. Die Seite ist nicht so gut verteidigt wie... Oh oh. Die blöde Armee da. Okay, hier sind nur Berge. Was ist hier? Lege, Isvoli. Hier scheint nichts mehr zu sein. Gut. Das heißt, wir fliegen mal hier vorbei. Und ich muss jetzt dringend gucken, dass ich mehr Einheiten ausbilde. Also ist erstmal der nächste Schritt. Militärgebäude zu errichten. Und noch mindestens 5 Dorfbewohner auszubilden. Dies ist Trojas Brückenkopf. Um ihn zu zerstören, brauchen wir Belagerungswaffen oder mächtige mythische Einheiten von Zeus. Ja, und wieder ein Turm, der auf mich schießt. Was ist das? Die Trojaner legen außerhalb der Stadtmauern Felder an? Jo, scheinbar.
So, Goldsammler. Mindestens noch einen Holzsammler. Und diese Felder sind ein guter Indikator für etwas. Nämlich, dass hier einfach nur ein Holzzaun und ein Turm im Weg ist. Und dahinter ein direkter Zugang zum Brückenkopf ist. Ohne dass wir uns hier durch die Mauern schlagen müssen, müssen wir uns nur durch den billigen Holzzaun durchschlagen. So, hier werde ich wahrscheinlich... Es gibt viele Zugänge hier und das ist nicht so toll. Also werde ich hier wahrscheinlich zwei... Gott, haben wir viel Gold, fällt mir gerade so auf. Wahrscheinlich, weil die Esel ständig was anschleppen. Jo. Ja, Gold brauchen wir nicht so schnell eigentlich, weil... Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Also stocken wir auf 6 Holzsammler ab. Auf. Ab. Schicken die zweimal zum Beten. Wir haben nämlich nur einen, der betet. Und holen uns mal noch einen, der betet. So, hier errichte ich mal meine Festung. Das wird mich von hier aus dann schützen. Und die Schweinchen sind voll. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt die Schweine schlachten, um etwas schneller an Nahrung zu kommen. Dann sollten wir das Sammeln von erlegten Tieren vielleicht noch beschleunigen. So, Zinn erforschen, dass meine Türme die Reiter besser treffen. Wäre auch keine schlechte Idee. Und vielleicht, ja, dafür brauchen wir mehr Holz. Und für mehr Holz, wir haben noch nicht mal das erforscht. Aber da es uns an Gold zurzeit nicht mangelt, lasse ich mal die Goldforschungen ruhen. Was ist mit dir? Du könntest mir die Rüstkammer bauen. Wobei, er hier hat, glaube ich... Genau das hier, Schmiede der Götter. Das hier sollte ich zuerst erforschen. Wenn ich dann zur Hephaistos wechsle. Das kostet mich ja nur Nahrung, also sollte ich auf die Nahrung warten, was das angeht. Was kann ich hier eigentlich machen? Senkt die Kosten für den Handel mit Rohstoffen auf dem Marktplatz. Ja, eigentlich müsste ich nur meine Nahrungsproduktion noch ein bisschen steigern. Im Augenblick habe ich 6. Wenn ich noch 2 Stück hinzufüge, habe ich 8. Und 8 Nahrungssammler dürften mir schnell die Nahrung reinbringen, die ich brauche. Und halt nicht mehr so viel nahrungsintensive Sachen erforschen. So, Festung ist fertig. Das heißt, die Flanke ist geschützt. Das heißt, ich schütze noch die Flanke hier am besten. Und ja, meine Toxoti müsste ich noch dann, Toxoten müsste ich dann noch verbessern. Nahrung kann ich vergessen, kann ich vergessen. So, Nahrungssammler. Und nein, Nahrung, habe ich gesagt, gebe ich auf. Toxoten verbessern. Holz, Gold. Ah, geh du mal mit zum Gold abbauen. Obwohl, du hättest auch beten gehen können, weil da habe ich nur 3. Also liefer das Gold ab und geh beten. So. Das kostet beides Holz. Holzverbesserung kostet Nahrung, das ist schlecht.
Das kostet auch Nahrung. Das kostet mich nur. Das kostet mich nur Holz und Gold. Das wäre eine Idee. Die Sachen hier, Hoblitenverbesserungen, das ist keine schlechte Idee. Die kosten mich Nahrung, die beiden, deswegen lasse ich die erst einmal. Sichtweitenverbesserung, das auf jeden Fall. So, habe ich alles gebaut, was ich brauche. Marktplatz habe ich schon von vornherein, Kaserne und so habe ich gebaut. Die Anlage habe ich gebaut. So, fehlt nur noch die Nahrung, die ich benötige. Für das nächste Zeitalter. Aber das haben wir ja gleich. Dann könnte ich hier oben noch zwei Türme später bauen. Wenn das Gold da aufgebraucht ist. So, jetzt gehen wir aber erstmal mit Hephaistos ins nächste Zeitalter, damit wir Kolosse kriegen. Und das Schatzkammerwunder, was ich sehr mächtig finde. So. Die Schatzkammer, die pflanzen wir dann hier mitten in unsere Basis rein. Ein guter Plan. So, jetzt erstmal Sichtweitenverbesserung für Gebäude nochmal erhöhen. Unsere Festung sieht zwar recht weit und unsere Aussichtstürme. Trotzdem könnten wir noch mehr vertragen. So. Jetzt könnte ich mal Theseus rufen. Und meine Holzabbau noch mal etwas verbessern. Läche. So, da kommt wieder ein Angriff. Wenn ich das richtig sehe, sind wir bereits auf Eisenwaffen oder was? Für Waffen sind wir denn? Ne, wir sind auf Bronzepanzer, okay. Aber für andere Verbesserungen warten wir jetzt erst einmal. Verbessern wir erstmal unsere Toxote und dann müssen wir auch ein paar ausbilden mal. So, Goldabbau verbessern. Felder können wir jetzt gerade nicht Haben die einen Vogel? Warum zur Hölle ist da oben ein Wachturm? So, wir sind Hephaistos, das heißt, wir können jetzt die Schatzkammer platzieren. So. Die gibt uns jetzt stetig Ressourcen. Prostegma. Prostegma. So, der Turm da, der hielt nicht viel aus, das ist gut. Und ja, unsere Gebäude sind alle jetzt super imbar. Sehen jedenfalls ziemlich imbar aus. Und wir müssen uns jetzt erstmal keine Sorgen mehr um Ressourcen machen. Erst einmal verbessern wir die Schmiede. So, und dann gucken wir, dass wir alles andere verbessern. So, das heißt, hier oben brauchen wir zwei Türmchen. Also werde ich die schon mal abziehen kurz, da wir immer noch mehr als genug Gold haben. Und dazu lasse ich sie hier zwei Türme errichten. Damit sollten wir relativ sicher sein dann. Holz ist eher eine Sorge, so. Und das hier könnte ich dann doch mal verbessern, so. Lebenspunkte aller Einheiten verbessern, das wäre auch mal so eine Idee. Naja, jetzt guckt euch mal an, wie viel die Verbesserungen jetzt nur noch kosten hier drin in der Kaserne. Danke, Hephaistos. Ja. Ich habe jetzt Elite-Hopliden. Sehr schön. Ich kann die Hopliden verbessern. Ich kann das hier erforschen. Ich kann das hier erforschen. Dass ich schnelle Einheiten kriege und alles. Und ich werde ja ziemlich stark mit
allem überhäuft hier. So. Damit ist mein Goldvorrat hier oben auch gesichert. Und ja, wir haben erhöht die Reichweite und Angriffsstärke von Belagerungswaffen, besonders gegen Wälle. Ich kann jetzt Elite-Myrmidons machen. Was? Das heroische Zeitalter? Die sind erst im dritten Zeitalter, okay. So, ich könnte jetzt theoretisch den Talos rufen. Beziehungsweise Kolosse.